Also gut, Ingrid, jetzt nochmal. Du hast ja schon gesagt, du beschäftigst dich mit Landschaften auch, die ja so collagenartig entstehen aus Werbeplakaten. Und wenn man näher an die Bilder rangeht, ist dann eine ziemlich starke Raster. Das ist dann noch anders. Genau, also die Bilder oder die Landschaft sind eigentlich klarer. Wenn man wenn man weiter weggeht, ist es praktisch, sieht man die Bilder besser, als wenn man nah rangeht, dann zerfällt sie. Genau, dann sieht man vor allem das Raster. Genau, und ob es dann. Die Landschaften, die da entstehen, das sind ja Fantasielandschaften. Also so, du hast es gesagt. Genau. Ich weiß relativ viel und dadurch entstehen Bilder im Kopf oder von Erinnerungen, die man hat, beziehungsweise die man auch irgendwie verschwommen wahrgenommen hat. Man erinnert sich gar nicht mehr, woher das eigentlich kommt. Auf der anderen Seite suche ich natürlich regelmäßig neue Plakate und bin dann sozusagen auch immer im Dialog mit der Gesellschaft, ja, mit dem, was gerade auf den Plakaten gezeigt wird, was gerade angesagt ist. Und so, auch wenn ich alleine im Atelier bin, entsteht so ein Dialog im Atelier praktisch mit den Bedingungen der Gesellschaft. Und die Landschaften, die dann entstehen, gibt es dafür dann quasi Vorlagen in deinem Kopf oder hast du gezeichnete Vorlagen, die du dann quasi nachstellst? Genau, ich mache öfters Skizzen auf oder Fotos und gucke dann nach, in dem, was ich so eingesammelt habe. Es gibt auch so Hauptthemen, Landschaft, Stadt, Natur, aber auch Schrift. Also ich glaube, ich bin bei den Werbeplakaten, die Schrift haben, sondern mache dann auch Schriftarbeit drauf. Und das wirklich zu trennen, eigentlich die Werbebotschaft und das Gegenteil zu verkehren. Es gibt also auch Arbeit, wo nur Schrift. Und praktisch ein Gegenpol, ganz ruhige Bilder, menschliche Bilder ohne Objekte, die praktisch verpasst sind, darstellen. Und jetzt frage ich das auch nochmal, weil wir es vorhin schon mal hatten, auch die Stadtlandschaften zum Beispiel, die dann entstehen, das sind dann aber keine Städte, die es dann so wirklich gibt, aber du nimmst dann bestimmte Punkte raus, genau, wo man die Stadt dann erkennen könnte. Was genau, also alles, was spezifisch für einen Ort ist, nehme ich praktisch raus, dass jeder seine eigene Stadt und seine eigene Erinnerung in den Bildern finden kann. Und, also Freiburg ohne Münster zum Beispiel. Genau, es wäre nur ein Blick aus dem Fenster, wo vielleicht ein Baum, ja, vorm Fenster steht, also wo man eher das Gefühl transportiert wird, oder das ist ein Ausschnitt von der Welt, als ein wirklich realer Ort. Der da transportiert wird. Ich glaube, das war's.